Einen wunderschönen guten Morgen hier am 21. Oktober schon und ich begrüße euch dann hier zur virtuellen Kaffeetasse Ungarns, das Morgenmagazin der etwas anderen Art aus Ungarn. Ja, jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Tag an den Start bekommen. Ja, der ein oder andere ist wahrscheinlich schon ein paar Stunden auf. Schon den Morgen, die Morgenröte, die Morgensonne genossen draußen. Die ist heute Morgen wieder besonders schön gewesen hier. Also ich spreche jetzt hier von Westungarn, von Győr. Da hat es heute Morgen wunderschönen Sonnenaufgang wieder gegeben. Und ja, da steht man doch gerne auf, oder? Bei so einem wunderschönen Naturphänomen hier. Ich habe es ja gestern schon mal gesagt. Die Sonnenauf- und Untergänge finde ich besonders idyllisch, besonders schön in Ungarn. So, ja, die Social-Media-Kanäle füllen sich, das geht immer explosionsartig. Man wartet ja quasi darauf auf 9.30 Uhr morgens, damit wir alle zusammen sagen können, guten Morgen aus Ungarn, nach Ungarn, in die ganze Welt. Viele Zuschauer aus Amerika waren dabei jetzt auch. Und ja, ich begrüße alle, egal wo ihr gerade seid, hoffe, ihr habt ordentlich eingeschenkt heute, damit wir alle Platz nehmen können an der großen Kaffeetafel. Ja. So, ich würde sagen, fangen wir an. Pünktlich sind wir. Damit würden wir unser tägliches Prozedere ja beginnen. Kurzer Überblick auf die aktuelle Lage, auf die aktuellen Zahlen hier in Ungarn bezüglich Corona. Und da sprechen wir heute von 50.180 insgesamt positiv Getesteten. Das sind jetzt plus 1.423 mehr zu gestern, also starker Anstieg zu gestern. Und dann sind wir auch wieder bei den Prozentzahlen, die wir gestern ja auch genannt haben, dass also 10-15% der überhaupt Getesteten dann auch tatsächlich dann positiv ausfallen mittlerweile. Ja, insgesamt beklagen wir hier in Ungarn 1.259 Todesopfer. Das sind heute plus 48 mehr als gestern. Die Zahl, wie gesagt, der Todesopfer um 48 gestiegen heute. Das dürfte meines Erachtens nach der höchste Wert seit Beginn der Pandemie sein. Insgesamt sind 34.016 Personen aktiv infiziert. Und insgesamt befinden sich derzeit 25.203 Personen in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden 919.481 Tests durchgeführt. Ja, das die offiziellen Zahlen heute Morgen aus dem Nachrichtenstudio hier und aus dem Newsdesk, das wir morgens natürlich auch immer aktualisieren für euch und dann auch aktuell anfragen, nachfragen und hier weitergeben. Ja, eine weitere Zahl. Der Kurs, Mittelkurs heute bei 365 Forint für den Euro. Auch hier sehen wir wieder ziemlich oben angesiedelt da, dass der Eurotausch sehr attraktiv ist. Jedoch dann für alle, für die, die keinen Euro derzeit zur Verfügung haben und mit diesem Kurs leben und arbeiten und ja überleben müssen, ist das natürlich nicht gerade praktisch. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal so in die Nachrichtenlage, schauen wir uns das mal an, nehmen noch ein Schlückchen Kaffee. Schau gerade, hier sind jede Menge in den Social-Media-Kanälen hier. Mit jedem Tag mehr. Schön. Gut. Ja, die Budapester Zeitung heute Morgen, Titel, Story, Huawei. Die sind mit einem neuen Forschungs- und Kompetenzzentrum in Budapest jetzt dabei. Die investieren also weiter und man spricht auch da bei diesem Treffen übrigens 15 Jahre Präsenz von Huawei hier in Ungarn. Man spricht jetzt von einer hervorragenden Zusammenarbeit zwischen Ungarn und China und will das auch weiter ausbauen. Wie gesagt, auch jetzt durch ein neues Forschungs- und Kompetenzzentrum. Hier geht es ganz klar, oder will man Kernpunkte setzen in Sachen Streaming-Technologien und Bildverarbeitung. Das sollen so die Hauptmerkmale dieser neuen Technologie- und Kompetenzzentrum sein. Und allein 100 ungarische Ingenieure sollen hier eingestellt werden. Insgesamt spricht man von 2.400 Mitarbeitern, die sich in diesem Bereich Forschung und Kompetenz hier bei Huawei in Ungarn derzeit dann auch tummeln. Ja, interessant.
Und auch hier sehen wir Digitalisierung. Ungarn ist gar nicht so weit da hinten. Die machen da ziemlich große Sprünge im Moment mit vielen entsprechenden Maßnahmen. Und das ist mit Sicherheit eine davon. Jo, wir hatten vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, das Moratorium. Moratorium mit diesem Kredittilgungsprogramm. Aussetzung der Kredite, Aussetzung von Leasingverträgen für Rentner, für Familien mit Kindern, für Erwerbslose, ABM-Kräfte und Unternehmen in Schwierigkeiten. Das ist gestern vom Parlament einstimmig beschlossen worden, die Verlängerung. Und jetzt geht das Ganze bis zum 30. Juni 2021. Also da ein bisschen Entspannung in diesem Bereich, auch für Unternehmen, die sich derzeit in schwierigen Lagen befinden, kann dieses dann angewendet werden. Jo, so, was gibt es sonst noch Neues in Ungarn? Woche der Abfallvermeidung ist diese Woche in Ungarn. Und ich habe mal in unseren Mülleimer heute Morgen geschaut. Ja, der ist voll, jetzt schon. Also irgendwie scheint das noch nicht so ganz angekommen zu sein, wirklich mal in einer Woche ganz genau zu schauen, was werfen wir weg, wie werfen wir das weg und einfach ein bisschen da zu Sinnen zu kommen und zu sehen, was manche Dinge vielleicht unnütz weggeschmissen werden oder auch falsch weggeworfen werden. Mülltrennung ist ja auch so eine Sache. Also in dieser Woche die Woche der Abfallvermeidung und da kann man einfach mal so ein bisschen nachdenken, wie kann man denn Abfall vermeiden und wie kann man das sinnvoll lösen? Es gibt mit Sicherheit viele, viele Ansätze da. Und gerade beim Einkaufen geht es ja schon los, ja, in Sachen Verpackung und in Sachen, ja, also da, ich denke mal, da gibt es einige Möglichkeiten, kann jeder mal so ein bisschen in sich gehen, wie gesagt, in dieser Woche, eigentlich ja nicht nur in dieser Woche, eigentlich ja jeden Tag, aber in dieser Woche wollen wir mal besonders drauf achten, also auch Appell an euch, wenn ihr zum Einkaufen geht, wenn ihr dann dort vor Ort seid, denkt mal ein bisschen nach, welche Verpackung muss sein. Ja, nehme ich mir vielleicht vorher auch schon ein Behältnis mit, dass ich nicht da noch eine Tüte kaufen muss oder wie auch immer. Es gibt viele Ansätze und in dieser Woche einfach mal ganz explizit darauf achten. Und dann das eine oder andere merkt man selber und denkt, Mensch, das war doch jetzt eigentlich unnötig. Also wenn jeder da so ein bisschen anpackt, glaube ich, kann man auch schon eine Menge Abfall vermeiden. Jo, kommen wir zu den kulturellen Dingen in Gödöllő. Ist ab morgen, 22. bis 25. Oktober, findet dort das List-Festival statt. Gödöllő, wunderschönes Schloss. Unter anderem ist das Symphonieorchester mit eingebunden. Es gibt Konzerte, es gibt Kammerabend am Samstag und am Sonntag. Also einiges los auf dem Schloss. Und das List-Festival mit Sicherheit ein sehr interessantes Event für alle, die jetzt hier noch in Ungarn befinden, könnte man da ja mal vorbeischauen am Wochenende und sich ein bisschen Kultur reinziehen. Neben dem ganzen Musikalischen vielleicht auch dann noch ein Gang durch das Schloss, was immer wieder, denke ich mal, anregt zu einem schönen Besuch. Finde ich unheimlich schön. Und also eines der schönsten Schlösser finde ich auch. Gödöllő-Schloss. Sissi! Ja, soeben eingetroffen, aktuelle Bilder von heute Nacht. Und zwar hat es heute Nacht in Budapest einen Schwertransport gegeben. Vielleicht hat sich der ein oder andere gewundert, warum so viele Straßen gesperrt wurden, warum so viel Polizei und Aufwand betrieben worden ist für einen Schwertransport. Und wir haben gerade eben das erste Bild bekommen von der Nachrichtenagentur, zeige ich euch jetzt mal. Ja, diese Gaskühlanlage wurde heute Nacht durch Budapest buxiert. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach, weil sehr, sehr hoch dieser Behälter, sehr schwer, 42 Tonnen. Und mit diesem Schwerlastkraftwagen, mit diesem Schwerlast-LKW ist das Teil durch Budapest buxiert worden bis zur Donau. Da wird es jetzt auf ein Schiff gebracht und dann geht es weiter für diese Gaskühlanlage. Also spektakulär heute Nacht in Budapest. Einige interessante Bilder. Ich bin mal gespannt. Wir kriegen bestimmt noch mehr. Posten wir euch gleich auch noch mal ein bisschen auf der Webseite hier. Ganz interessante und ganz spektakuläre Aktion. Wurden viele Ampeln abgebaut dafür, Oberleitungen hoch. Also wirklich große Sache in Budapest heute Nacht. Wer sich wundert, dass in Kecskemét gestern und heute jede Menge Militärflug unterwegs ist. Hier sehen wir gerade einen Flieger der ungarischen Luftwaffe landet hier in Kecskemét. Es werden derzeit Übungen, Training, Militärübungsflüge durchgeführt. Da geht es also im Moment ordentlich rund in der Luft und am Boden hier. Also nicht wundern, da ist im Moment, wie gesagt, einiges an Übungsflügen unterwegs und deshalb
die Situation da am Flughafen nicht beunruhigen, ist alles ganz normal. Ja, ein interessantes Bild habe ich heute Morgen auch gefunden. Und zwar zeige ich euch das auch mal eben genau hier. Und zwar bei Peach. Da fängt man an, diese Region hier, die aus dem Bergbau entstanden ist, zu rekultivieren im Moment. Ja, von 1968 bis 2004 wurde hier aktiv Bergbau betrieben. Circa 400.000 Tonnen Kohle wurden hier aus dem Erdreich gebracht. Und jetzt hat man hier diesen Krater. Teilweise füllt er sich mit Wasser, 28 Meter tief, und die Arbeiten laufen jetzt derzeit, um, wie gesagt, diese ganze Region zu rekultivieren. Und vielleicht wird das ja eine ganz spannende Area da, also sieht ja ziemlich interessant aus, dass man, was man daraus macht. Und bin ich mal gespannt, das halt mal so ein bisschen Auge, ne, was daraus wird aus dieser Region. Ja, auch ganz spannend und auch ganz interessant im Moment und eigentlich auch für Ungarn typisch. Im Moment ist die Paarungszeit des Dammwilds, des Wilds, und da, das fängt Anfang Oktober an und geht so bis Mitte November. Erstmal müssen wir natürlich alle aufpassen im Moment auf den Straßen, denn wenn die ihre Paarungszeit haben, dann sind die alle ein bisschen kirre im Kopf. Ja? Also dann geht das schon mal, sind die schon mal ein bisschen wilder als sonst, ja, das Wild. Und deshalb sprechen wir hier auch von aktiverem Wildwechsel derzeit. Und sollte man im Moment besonders drauf aufpassen, wenn man auf den Straßen unterwegs ist. Aber es gibt auch wunderschöne Bilder im Moment. Und da möchte ich euch das auch nicht vorenthalten hier. Schaut euch das mal an. Ja, das sind im Moment Momente, ungarische Momente aus den Wäldern, die ja ihresgleichen suchen, würde ich sagen. Und schaut euch hier mal an. Im Moment sind natürlich auch die Herren der Schöpfung hier unterwegs und die röhren so richtig laut und hört dann also diese Röhrgeräusche aus dem Wald. Ja, und die kämpfen auch, ja. Die kämpfen da um die richtige Frau und geht da teilweise richtig heftig zur Sache. Also, das im Moment, kleines Naturphänomen, schönes Naturschauspiel auch in Ungarn, wen es interessiert. Es gibt genügend Möglichkeiten, auch mal mit einem Jäger, mit einem Forstwirt mal rauszufahren, früh morgens und sich das Spektakel anzuschauen. Das ist wirklich sehenswert. Da muss man ein bisschen früher aufstehen, aber dann hat man wirklich solche Schauspiele, wie wir hier gerade gesehen haben, mit Sicherheit auch live vor Augen. Das ist fast so wie Safari in Südafrika, oder? Ja, so ein bisschen Safari, Wildsafari in Ungarn. So, ja, was haben wir sonst noch Neues? Es gibt im Moment eine große Informationsveranstaltung, eine Digitalisierungsveranstaltung in Balatonfüred. Sorry, mir fehlte gerade das Wort. Balatonfüred hier im Anna Grand Hotel findet derzeit die Infotair statt, 20. 21. Oktober. Hier geht es um Digitalisierung, Informationstechnologien, Informationstechniken, natürlich auch alles groß im Thema die Informationstechnologien in Corona-Zeiten, auch die Digitalisierungsfortschritte in Ungarn. Teilweise wird die Konferenz natürlich auch online übertragen, wie wir hier auch gerade gesehen haben, auf dem großen Monitor da draußen im Garten vom Anna Grand Hotel. Also Balatonfüred im Moment, heute und gestern unter dem Zeichen der Digitalisierung. Große Konferenz hier am Balaton. So, jetzt schauen wir mal, wie wir weiterfahren hier, damit ich die richtige Reihenfolge behalte. Und zwar, genau, ganz wichtige Sache auch in dieser Woche, das ist, die Polizei wird eine Aktion losstarten, Verkehrssicherheit sehen und gesehen werden, heißt das. Hier hat man eine Aktion am Start derzeit, man möchte gerne gratis kontrollieren bis zum 6.12., die Beleuchtung an euren Fahrzeugen, die Reifen prüft man an euren Fahrzeugen und auch eine Sehkontrolle gibt es, um zu schauen, wie ich da aufgestellt bin, wie es alles funktioniert mit meinen Augen. Und das denke ich mal, eine ganz gute Aktion. Da gibt es in mehreren Städten die Aktion, könnt ihr da einhalten bei der Polizei. Und wie gesagt, die kontrollieren dann eure Fahrzeugbeleuchtung etc. pp. Denke ich mal, ist sinnvoll, ist eine tolle Sache. Bis zum 6.12. geht das noch. Und auch selber nochmal eine Sehkontrolle machen lassen. Ne? Manchmal ist das ja so, dass man das gar nicht merkt, wenn es da ein bisschen schlechter wird. Ja, so, jetzt habe ich heute Morgen noch ganz kurzfristig Informationen bekommen. Da geht es um Bogenschießen. Ganz interessantes Event, ja, fand ich interessant, weil ich habe jetzt viele Leute kennengelernt, die auch diesem Sport hinterher eifern, Bogenschießen.
Und das ist in der Form interessant. In Tekken findet am 31.10. nämlich ein Bogenschieß-Teamwettbewerb statt. Und letztes Jahr waren da tatsächlich 110 Teams. Ja, und jetzt haben sich immerhin schon 21 angemeldet. Wer Lust darauf hat, ja, also Team hat immer 4 Personen. Wer Lust darauf hat, wir posten gleich mal die E-Mail-Adresse. Ich sage es euch jetzt hier schon mal: tamasbow@gmail.com. Könnt ihr euch anmelden, aber wie gleich noch ein paar Informationen dazu. Ich fand das eine tolle Sache, tolles Team-Event und in Zeiten von so tristlosen Zeiten. Ne? Warum nicht? Warum nicht Bogenschießen? Ich kann das zwar nicht, aber ich habe schon viele Leute jetzt gehört, die sich dem widmen und das machen. Ja, schöne Sache. So, ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal mit dem Gröbsten durch. Nee, ich habe noch was hier. Ganz wichtige Meldung habe ich heute Morgen auch gesehen. Seit gestern gibt es ja den Grippeimpfstoff. Ihr könnt euch jetzt gegen Grippe impfen lassen in Ungarn. Und wer hat es zuerst gemacht? Wer hat es zuerst gemacht? Natürlich, der Ministerpräsident selber, Viktor Orban, hat sich tatsächlich gestern gegen Grippe impfen lassen. Ja, das war eine große Nachricht. In jedem Nachrichtenmagazin sah man das Bild, die Videos über Social Media. Das war fast so eine wichtige Nachricht wie damals. Viktor Orban hat seine Gurken geerntet. Ja, also man sieht im Moment, ich hätte fast von Sommerloch gesprochen, ja, aber man holt sich tatsächlich im Moment Nachrichten raus, die man hier verwertet. Naja, ob die so nachrichtenlastig sind oder nicht, ich habe es trotzdem mit aufgenommen heute Morgen. Wie gesagt, Viktor Orban hat sich gestern impfen lassen, sah ganz gut aus, hat einen kleinen Pieks gegeben. Er hat gesagt, super, ich habe gar nichts gemerkt, klasse, ja, und der Herr Ministerpräsident ist jetzt gegen Grippe geimpft. Das wollte ich jetzt auch nur mal heute Morgen noch mal hier anführen, ja. Und Cecilia Müller hat es auch noch mal auf den Punkt gebracht. Sie hat dann noch mal gestern zusammengefasst, dass jetzt dann doch mehr ältere Menschen wieder an Covid-19 erkranken. Der Durchschnittsalter liegt im Moment bei 44,4 Jahren. Ja, das sind auch jetzt wieder weniger Kinder. Nur 4,6% der positiv Getesteten sind Kinder. Ja, das. Dann zu dieser Stelle noch an der Sache Covid. Interessant auch noch, dass jetzt ja die Herbstferien anfangen und man will in den Herbstferien die ganzen Schulen desinfizieren. Ja, da kommt die Armee mit so einem Sonderkommando wieder, die rollen dann an und werden dann in den Herbstferien jetzt die ganzen Schulen desinfizieren. Ja, so viel dazu. Das waren so die aktuellen Meldungen, die heute so medial interessant sind. Und damit würde ich sagen, wir schreiten jetzt, wir galoppieren jetzt zu unserem Vierbeiner heute. Dann sind wir ja schon fast auf der Zielgeraden hier heute. Aber ich habe einen trockenen Hals, wie ihr merkt, ja. Deshalb nehme ich mal einen Schluck Kaffee. Ach, guck mal da. Der Nico ist so fix hier immer. Der hat schon die E-Mail-Adresse hier eingegeben, wo ihr euch anmelden könnt, wenn ihr bei diesem Bogenwettbewerb mitmachen wollt. Ja? Ach, das ist ein Traum hier. So geht das. Okay, so, ja, da haben wir unseren Hund, der ist ja schon da. Schaut mal da. Das ist der Bütjök. Bütjök ist aus 2017 ein Mischlingsrüde und der befindet sich im Moment in Harkon im Tierheim und ja, ist auch ein Straßenhund, der ist irgendwann mal ausgesetzt worden. Dann hat man ihn eingefangen und dann im Tierheim abgegeben. Jetzt kann man sagen, er ist ein sehr aktiver Hund, der mag auch sehr gerne mit anderen Hunden spielen. Und deshalb sucht man für ihn natürlich jetzt auch einen aktiven neuen Besitzer, der also jetzt nicht gerade irgendwo da ganzen Tag auf der Couch sitzt, sondern sich wirklich mit dem Hund beschäftigt. Und der Bütjök, der würde es euch danken, wenn ihr euch für ihn interessiert. Der Nico hat auch ihn jetzt hier schon über Facebook jetzt gerade schon gepostet. Mehrere Informationen zu ihm findet ihr dann auch auf unserer Webseite. So, und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen das Lächeln auflegen. Heute Morgen die Sonne scheint und wir wollen heute einen touristischen Tipp gemeinsam erkunden und natürlich richtig auch ein bisschen was Leckerchen. Gleich gibt es wieder. Dann gehen wir mal zum Schluss. So, ja, ich möchte euch heute entführen in ein Schloss und zwar nach Kestey. Nach Kestey gehen wir heute nochmal, also Richtung Balaton, und schaut euch das mal an. Das sieht doch schon auf den ersten Blick aus gar nicht so schlecht aus. Das ist das Helikon Castle Museum in Kestey. Und das ist ein Schloss, das hat mehrere Museen.
Und ja, insgesamt fünf. Ja, man kann also fünf Museen in dieser Schlossanlage erkunden. Und eine zum Beispiel ist die historische Modelleisenbahnanlage. Schaut euch das mal an. Das fand ich natürlich auch sehr interessant. Gibt ja ganz viele Modelleisenbahnfans unter euch. Und ich habe gedacht, da könnte man doch mal einen Hinweis drauf geben. Denn das sah mir doch schon ziemlich interessant aus. Schaut mal hier, ich habe hier noch einen Blick von einer anderen Seite. Na, da gibt es also auch dann wirklich die Modelleisenbahnanlage, die in Aktion ist. Ja, da kann man sich das alles schön anschauen. Und ja, gut, ist jetzt nicht ganz so groß wie die Modelleisenbahnanlage, in Hamburg zum Beispiel, in der Speicherstadt, aber auch sehr schön anzusehen und mit Sicherheit einen Besuch wert für alle, die sich dafür interessieren. Es gibt aber noch mehr. Man kann natürlich auch das Schloss besichtigen. Zahlreiche Räume, die wirklich dann ganz authentisch eingerichtet sind, noch aus der Barockzeit. Und ganz, ganz, ganz interessant und wirklich gigantisch ist zum Beispiel die Bibliothek. Ja, schaut euch das mal an. Also wirklich ganz tolle Bibliothek da, diesen großen Eichenregalen. Da macht es auch Spaß, mal so ein bisschen drin schon zu stöbern. Also ich finde das wirklich gigantisch und mit Sicherheit auch ein interessanter Gang dorthin. Es gibt zudem dann halt noch auch Palmenhaus, genau, ein Palmenhaus gibt es dann auch, kann man auch besichtigen. Und es gibt sogar auch ein Kutschenmuseum sowie eine Natur- und Jagdausstellung. Also, ich denke mal, wunderschöne Sache, schöne Kombination. Man kann ein Ticket für alle fünf Museen buchen. Kostet um die 10 Euro umgerechnet. Und das Ticket ist aber auch 2 Tage gültig. Also man kann sich 2 Tage Zeit lassen. Ja? Heute ein bisschen Kutschen und Jagd und morgen vielleicht dann Modelleisenbahn und Schloss. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall ein Besuch wert, das Schloss an sich sehr schön. Und wie gesagt, die Vielfalt der Museen da hat man wirklich was anzugucken. Ja? Also für Jung und Alt. Also es ist nicht nur jetzt hier für ältere Leute da, sondern wirklich auch für jüngere Leute. Gerade mit dieser Modelleisenbahn da, ja, Kutschenmuseum, Jagdausstellung, finde ich eine klasse Kombination. So, und wenn man dann natürlich da sich ordentlich ausgetobt hat, kulturell, dann ist es ja immer so, ne, das wisst ihr ja, das ist bei mir nicht nur so, das ist ja auch bei euch meistens so, dann habt ihr auch ein bisschen Hunger. Und wenn man schon mal da ist in Castell, da habe ich gedacht, Mensch, guck mal, wie kann man denn wunderschön und authentisch, original, ungarisch essen? Habe ich eine ganz tolle Fischtschardah gefunden. Hallaschtschardah in Castell, in der Tschardah Uza 9 ist die. Und ja, das ist die Hallasch-Charda, eine leckere Fisch-Charda. Fischgerichte natürlich hier, mega Fischsuppe gibt es da. Ja? Also da schwärmen viele Menschen von dieser Fischsuppe. Macht natürlich Sinn, da in der Region auch dann fischtechnisch sich da ein bisschen auszutoben. Und das Schöne ist, es ist sehr schön gelegen da. Und je nachdem, wo man sitzt, hat man dann auch einen direkten Blick aufs Wasser, wie ihr hier seht. Ja, kann man also auch drinnen sitzen, draußen sitzen, wunderschön angelegt. Schaut mal hier, da so ein bisschen da die Außenanlage auch an. Also hervorragend, oder? Also ich finde, da kann man den Tag dann im Prinzip ausklingen lassen nach so einem netten Kulturereignis mit dem Schloss und mit dem Museum. Ja, hier, da ist er, ne? Großer Fisch. Also ihr seht, fischtechnisch sind die da gut ausgestattet. Und ich denke, ist auch ein Besuch wert, wenn man danach ein bisschen Hüngerchen hat, nach dem Ausflug und kann sich da dann niederlassen. Ja, das war mein touristischer Tipp an dieser Stelle heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in eine andere Welt entführen für ein paar Minuten. Jetzt sehe ich schon, wir sind schon auf der Zielgeraden hier, wir sind schon fast vorbei. Dann nehme ich doch noch ein Schlückchen Kaffee mit euch. Wenn der Herr Orban sich hat gestern jetzt schon impfen lassen, ja, dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich das ja auch. Vielleicht lasse ich mich auch impfen gegen Grippe. Ja, ich mache dann auch ein paar Videos dazu, poste die dann und vielleicht berichtet ja einer darüber. Kleiner Wunder hat sich impfen lassen. Könnte ja sein. Wäre schön. Ja. So, der schmeckt der Zander vom Grill. Was schreibt ihr sonst noch hier? Wirklich sehr schön und super Personal. Ah, ich sehe schon. Hier waren im Sommer ist dieses reine Abzocke. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, das habe ich jetzt nicht so empfunden. Aber es gibt natürlich immer Menschen, die das so empfinden und so empfinden.
Da muss man immer gucken. Manchmal hat man ja auch Pech. Ja? Hat man einen schlechten Tag erwischt, ne? Hat der Kellner vielleicht schlechte Laune oder wie auch immer. Ansonsten finde ich das sehr schön, weil, wie gesagt, schöne, gute Karte, gute Auswahl, gute Qualität und wunderschöne Lage. Das ist es halt. Vergesst die Kürbissuppe nicht. Aber klar, vergessen wir die Kürbissuppe nicht. Ja, was haben wir sonst noch? Danke für den Tipp, der von hier aus mal als Tagesausflug möglich ist. Ganz genau. Also von je nachdem, von wo ihr kommt, ist das ein ganzer Tagesausflug, kann man sagen. Anreise, Abreise und natürlich dann Schloss und das Kulinarische. Das passt für einen ganzen Tag. Übrigens, am Wochenende soll es ja sehr schön werden, das Wetter. Ihr wisst, wir haben ein langes Wochenende in Ungarn, Freitag bis Sonntag. Und deshalb, ja, freut euch drauf. Es wird schön. Die Sonne wird euch belohnen. Mich auch. So, ja, ich würde sagen, wenn es nichts mehr Neues gibt, ich glaube, an meiner Stelle habe ich alles euch mitgeteilt, was ich mitteilen kann. Und dann würde ich euch nämlich jetzt entlassen. Entlassen in einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter. Vergesst das Lachen nicht. Und seid morgen wieder dabei, wenn ich euch dann einlade zu einem leckeren Schluck Kaffee zusammen. Wir plaudern ein bisschen über Ungarn. Ja, vielleicht der ein oder andere schickt mir noch mal eine schöne Geschichte hier, worüber wir reden können. Das ist ja auch mal. Ab und zu muss man ja auch so ein bisschen den Plauderstil dann wieder einführen hier. Ja. Grenzsituation, da hat gerade noch mal einer geschrieben, stimmt es, dass die Grenzen von Österreich nach Ungarn aufgemacht werden? Habe ich nichts gehört, aber wir warten mal ab. Am Donnerstag kommen ja immer so neue Informationen und da schauen wir natürlich, haben wir ein Auge drauf. Sobald sich was ändert, sobald es natürlich in der Grenzsituation irgendwas Neues gibt, erfahrt ihr das natürlich von uns sofort. Versprochen. Gut, in diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Und dann sage ich bis morgen 9:30 Uhr pünktlich bei der virtuellen Kaffeetasse hier. Bis dahin.